Hallöchen, liebe Freunde, und willkommen beim Digitalfuchs. Es ist mal wieder soweit, die PS Plus Spiele für Mai 2019 werden jetzt vorgestellt und ich wollte das Ganze mal mit euch so ein bisschen durchgehen. Ihr wisst, ihr könnt euch das Ganze runterladen am ersten Dienstag im Monat und das ist diesmal der 7. Mai. Ab dem Nachmittag, so ab 15, 16, 17 Uhr, könnt ihr die Spiele auf jeden Fall schon runterladen. Und wir gehen die mal zusammen durch, was es da Cooles zum Downloaden gibt. Zum einen ist es das Spiel Overcooked. Das kostet jetzt momentan 15,99 €. Ist so eine Art Fun-Koop-Spiel. Ihr seht hier schon im Hintergrund, viele von euch werden das Spiel natürlich schon kennen. Ihr schnibbelt da an den Tomaten rum, am Salat, an den Zwiebeln. Die Gäste haben Hunger und ihr müsst natürlich so schnell wie möglich euer Essen dann raushauen. Dafür gibt es Punkte und ein Zeitlimit. Ihr könnt das Ganze mit euren Kumpels zusammen zocken oder mit PC-Mitspielern. Und das Ganze ist natürlich so funmäßig aufgebaut. Und ich denke mal, für den Nachmittag sollte das Ganze auf jeden Fall mal taugen. Ihr wisst Bescheid, müsst euch auf jeden Fall mal reinziehen. So, als zweites Spiel ist es What Remains of Edith Finch. Und das Ganze ist so ein bisschen, ja, an die Horrorspiele angelehnt, sage ich jetzt mal fast. Aber halt. Das Spiel ist USK 12, also ich habe auch hingucken müssen. Aber es geht dabei um so Geschichten über eine Familie. Und ihr lauft da so rum und versucht das ganze Rätsel so ein bisschen zu lösen. Optisch sieht das Ganze ziemlich gut gelungen aus. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Ich habe mich jetzt da nur so ein bisschen hier reingefuchst, aber Spiel sagt mir bisher noch nichts. Ist bestimmt ganz cool, werde ich mir auf jeden Fall runterladen und mal ein bisschen so anzocken. Ist auf jeden Fall nicht schlecht, vor allem dadurch, dass auch diesmal auch keine 18er Spiele dabei sind, sondern einfach nur ja, Spiele, die auch mal jüngere Zuschauer von mir jetzt vielleicht mal genießen können. Ich persönlich hätte hier gern Firewatch gehabt, das wäre so ein bisschen mein Highlight gewesen. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, was ihr gerne in diesem Monat gehabt hättet. Ihr wisst, ich bin immer gern bei Rennspiele dabei. Aber ich denke mal, ist eigentlich ganz gut gelöst diesmal. Aber für 19,99 € wieder auch ein relativ günstiges Spiel dabei. Also zwei günstige Spiele diesen Monat. Ich denke, PS Plus oder PlayStation ist diesen Monat echt günstig davongekommen. Aber vielleicht sagt ihr mir, nee, die Spiele sind echt cool. Schreibt mir das in die Kommentare. Haut mir auf jeden Fall auf den Like-Button. Und falls ihr hier neu seid, würde ich mich natürlich super freuen, wenn ihr auf den Abo-Button klicken könntet. Ansonsten hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, liebe Freunde, euer Digitalfuchs.